Moin Leute und willkommen zurück zu Sons of the Forest. Oh, war das gestern eine geile Folge, sag ich mal. Wir haben es endlich geschafft, die Apparatur zu Ende zu bauen, ne, die uns dabei hilft, unsere Waffen zu verbessern. Ich zeige euch mal, worum es nochmal genau geht. Ne, die haben wir erstmal hier hingestellt. Ja, die können wir mit Salafiterz füllen, unsere Waffen dann verbessern und dann unter anderem sowas hier kriegen. Ja, schön golden. Ja, ich sag mal, ist Geschmackssache, ob das optisch halt jetzt geiler aussieht. Aber was definitiv geiler ist, ist der Schaden. Ich zeig's euch mal. Also jetzt, wir haben unter anderem auch die moderne Axt verbessert. Guckt euch mal den Schaden an. Na, das Orangene ist das, was dadurch verstärkt wurde. Ja, die moderne Axt macht dementsprechend mehr Schaden als die Feuerwehraxt. Das ist schon sehr, sehr geil. Auch das Katana macht extrem viel Schaden. Wo ich gespannt bin, ist bei der Schrotflinte, die haben wir auch verbessert. Da haben wir den, ja, Schaden beim Schuss noch nicht messen können, ob das wirklich viel, viel geiler war. Und als nächstes, glaube ich, wäre die Armbrust dran. Wir brauchen allerdings noch, ja, ein bisschen mehr Salafiterz. Also wir brauchen 6 Stück insgesamt. Das heißt, wenn wir einmal im Inventar vollhauen. Wir können jetzt einmal das Kreuz testen. Na, brennst du jetzt schneller? Ich glaube nicht, oder? Also ich glaube nicht, dass er jetzt schneller brennt. Also auf jeden Fall hatte ich nicht so das Gefühl. Ja, ne, wir brauchen definitiv mehr Erz. Na, weil, also wenn wir einmal das Inventar füllen, können wir 2 Waffen verbessern. Deswegen würde ich sagen, gucken wir auch mal hier in der Höhle. Also mit dieser Höhle können wir gleich einmal anfangen. Vorher würde ich aber sagen, hauen wir erstmal, reparieren wir das gleich erstmal. Die Fische, die wir haben, die hauen wir erstmal aufs Trockengestell. Weil ihr seht, ja, es ist Herbst. Das heißt, es wird bald Winter sein. Und jetzt steckt mal das Ding wieder ein. Und ja, da brauchen wir auf jeden Fall genug Nahrung. So. Haben schon 2 Trockengestelle voll. Ich denke, wir sollten hier noch einige bauen. Okay, bei den Tischen nicht. Hier beim Lager war das ja. Da. Also ich denke mal. Ja. 3. 4. Weiß nicht, vielleicht 5. Also auf jeden Fall auch nur so einen schönen Abstand, dass man auch dazwischen kommen kann. So. Ich glaube, das sieht gut aus, oder? Und dann bauen wir am besten noch eins. So. Nee, das muss dichter, das muss dichter, Leute. Da kommt der innere Monk wieder hoch. Ja, oh, ist ja müh schräg, so, ne? So. Ich glaube, so ist ganz gut. Dann können wir hier, glaube ich, noch eins hinpacken. Und dann, ja, guckt euch das an. Ich glaube, wenn das... Oh, ich sehe gerade, nein. Die sind hinten ein bisschen in der Wand drin. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Also wir werden jetzt einmal ein paar Stöcker dafür holen, damit wir das fertig bauen können. Wir werden nebenbei immer Fisch einsammeln. Ja, okay, können wir gleich diese hier nehmen. Ja, werden Fische einsammeln und dann würde ich sagen, ja, ziehen wir mal los in die Höhle, die hier vorne. Okay, ja. Ich habe vergessen, dass wir nicht so viele Fische mitnehmen können. Egal. Ich glaube aber, Stöcker haben wir genug, damit wir auf jeden Fall ein so ein Ding machen können hier. Nein! Ah! Es ist traurig. Es ist wirklich sehr, sehr traurig. Okay, dann holzen wir da vorne ein paar Bäume ab. Haben wir ja genug rumstehen? So. Ja, Steine brauchen wir momentan noch nicht. Virginia, geh weg, sonst säbe ich dich wieder ab.
Du willst doch nicht schon wieder sterben, oder? Einmal reicht wirklich. So. Wir brauchen hier, glaube ich, wirklich wieder irgendwelche großen Steinlager. Das sollten wir wirklich machen. Kann ich das darauf packen? Nee, wir schmeißen es erstmal dahin. Ja, okay, Stöcke brauchen wir noch ein paar. Aber ich denke mal, das reicht, damit wir jedenfalls ein Ding fertig bauen können. Oh, reicht sogar für ein zweites. Nice. Dann können wir definitiv ein paar Fische aufhängen. Reicht es auch für was? Nee, für ein drittes reicht es nicht. So, werden wir definitiv jetzt noch ein paar Fische holen. Ich habe zu oft definitiv gesagt, ne? So, die ist leer. Okay, da sind noch ein paar drin. Da sind auch noch ein paar drin. Brauchen. Ich will nicht nochmal definitiv sagen, das habe ich zu oft gesagt. Nein, ich will keine Steine. Nein, ich will den Stock. Wir backen fest? Nein, backen wir doch nicht. Ja, wir müssen aber nach oben, wir brauchen mehr Stöcke. Und ja, wir werden definitiv noch in die Höhle gehen. Na, da braucht ihr euch keine Sorgen haben. Na, es wird nicht wieder eine Baufolge. Bloß wir müssen, das müssen wir definitiv machen, uns um, ja, um Essen kümmern. Genauso wie Wasser. Wir brauchen definitiv, na okay, davon haben wir genug. Wir brauchen sehr viel Wasser, deswegen bräuchten wir auch eigentlich noch ein paar Töpfe. Wäre vielleicht auch noch, ach, wir müssen dir was anderes anziehen. Ich erschrecke mich immer wieder. Badeanzug, nein. Na. Liegen hier noch Stöcker rum? Nee. Oh, das wächst ja schnell. Das wächst ja richtig schnell. Dann pflanzen wir doch nochmal was. Schafgarben, oh, sehr geil. Zwei Samen haben wir davon. Hammer. Brauchen wir definitiv. Aber ich hoffe auch, dass es vor dem Winter noch wächst. Feilblattsamen, okay. Ja, eins. Eins ist besser als keins, ne? Na, kein Stock. Oh. Stöcker, sehr geil. Hier noch irgendwo welche? Nee. Oh, hier noch. Sehr cool. Ja, und... Nee, das lassen wir. Das lassen wir. Boah. Okay, jetzt schon wieder 8 Minuten um. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit rennt, Leute. So, die beiden Gestelle machen wir wahrscheinlich noch voll. So. Nächsten Fische holen. Hier kann ich komischerweise nicht rennen. Ich weiß nicht warum. Irgendwas buggt hier beim Spiel rum, dass ich bei der Treppe wieder nicht rennen kann. So. Okay, 4 Stück. Das heißt, wir müssen gleich noch 2-mal laufen. Kriegen wir hin. Und dann heißt es, ja, die eine Höhle nochmal erkunden, ne? Also ich glaube nicht, dass das mysteriöse Teil hier in der Höhle ist. Ich denke mal, das wird auf der anderen Seite der Insel bei den Höhlen sein, damit das schön weit auseinander ist. Ne, das ist ja, ja. Also wenn ich ein Spiel programmieren würde, würde ich das natürlich so machen, dass, ja, wenn ich 2 Teile sammeln muss, dass sie definitiv weit auseinander sind, damit man ja dementsprechend längere Spielzeit hat. Ne, also erwarte ich hier nicht wirklich viel. Aber vielleicht ein bisschen Erz. Erz wäre natürlich sehr cool. So. Fisch. Das vergammelte Fleisch können wir, glaube ich, auch aufhängen. Ich weiß nicht, ob es nochmal trocknet. Aber wenn wir das kochen,
Ja, beim Kochen, da wird das ja auch abgetötet, ne? Also da wird das ja wieder genießbar oder auch beim Garen. So, ja, den stecken wir so ein, den können wir zwischendurch essen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg in die Höhle. Wäre natürlich Hammer, wenn wir hier auch noch geile Sachen finden würden. Ein bisschen Munition oder Medizin, darüber würde ich mich natürlich freuen. Hier waren ja diese. Okay, wir haben. Wir machen es folgendermaßen nochmal. Wir gehen nochmal raus und speichern nochmal, weil mir fällt gerade ein, hier war doch dieser leuchtende Dreckskerl drin, sag ich mal. Ne, wisst ihr, wen ich meine? Wo wir schon das ein oder andere Mal gestorben sind. Und ja, es wäre doof, wenn das wieder passieren würde, ne? Ja. Deshalb sicherheitshalber einmal speichern, weil wir haben ja jetzt auch schon ein paar Sachen aufgebaut. Na, und abbauen. Sehr gut. So. Und jetzt kann es wieder reingehen. So, ja, nebenbei. Oh, der Kochbuff ist abgelaufen. Schade. Ihr habt ihn gehört, ne? Haben wir Fackeln dabei? Natürlich nicht. Oder? Wo lagen die Fackeln nochmal? Die haben wir so selten benutzt, dass ich keine Ahnung, ob die lagen. Nee. Haben keine Fackeln dabei. Also jetzt diese Leuchtfackeln zum Werfen, ne? Das, was ich meine. Oh. 9 mm. Das ist übrigens die nächste Knarre, die ich gerne upgraden. Nächste Knarre, die ich gerne upgraden würde. Ah. Oh, ich bin noch ein kleiner Schisser, ne? Das ist mit Blut bemalt. Krass, krass. Wir brauchen aber das hier, damit es ein bisschen heller ist. Weil ich hab's gerne kuschelig. Kuschelig, dass schön warm ist, aber dass ich auch noch genug sehe, ne? Ihr wisst, was ich meine. Es geht euch, glaube ich, genauso. Ah. Ah, eine Taschenlampe wären wir aber echt lieber. Ich habe zwar Schritte gehört, aber irgendwie waren hier noch keine Monster, ne? Was leuchtet denn da? Okay. Na, kann ich nicht abbauen, schade. Ach, das noch. Den Arm, den nehmen wir mit. Auch und ein Seil. Klar, warum nicht? Ich habe jetzt überhaupt keine Orientierung mehr, ne? Deswegen gehe ich hier einmal an der Wand lang, damit wir auch den richtigen Weg finden. Ach so, hier sind wir wieder, okay. Jetzt habe ich wieder Orientierung. Na, nebenbei stopfen wir uns einmal einen Fisch rein. Sehr cool. Und ich glaube, hier lang geht es weiter.
Oh. Ich würde sagen, das bauen wir auch gleich mal ab. Das sind dann die nächsten zwei Waffen, die wir definitiv... upgraden können. Okay, ja, Inventar schon voll. Ist nicht schlimm. Ich bin durstig. Ja, okay, wir haben kein Wasser mitgenommen. Ist aber nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz ra- Na, wollen wir weitergehen oder rausgehen? Ne, hier geht es ja wieder runter. Ich würde sagen, wir gehen einmal wieder raus. Dann leeren wir unser Inventar einmal aus. Ne, Moment. Von da sind wir doch gekommen, oder nicht? Hä? Waren die Lampen eben schon an? Nee, ne? Ja, oder wir haben es nicht gesehen, weil wir die Fackel an hatten. Egal. Kamen wir von da? Ich gehe einmal jetzt in diese Richtung. Aber ich glaube eigentlich nicht. Nein, hier geht's. Nee, von hier kamen wir nicht. Von hier kamen wir nicht. Wir kamen von da. Dann haben wir das nicht gesehen, weil die Fackel an war, das da vorne geleuchtet hatte. Oder weil wir von hier gekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen aber jetzt erstmal raus, laden das Sulafit-Erz wieder ab. Ich muss hier raus. Ja, dann laden wir das Sulafit-Erz wieder ab und dann werden wir wieder hier reingehen. Nee, von hier aus sind wir definitiv nicht gekommen. Hä? Also jetzt habe ich wirklich gar keine Orientierung mehr. Ach doch, von hier. Von hier sind wir gekommen. Ja. Ne, und dann können wir auch einmal, nochmal trinken. Und, sind wir wirklich von hier gekommen? Ja. Ja, hier ist die nette Zeichnung an der Wand. Ach, hier ist auch ein... keine Ahnung, was das ist. Ja, genau. Vorne geht's raus, dann können wir es einmal ausleeren. Und dann können wir nochmal hier rein. Und ja, dann werden wir definitiv einmal weitergehen. Aber so haben wir definitiv schon mal zwei Waffen. Und wir müssen auf jeden Fall etwas trinken. Ja, pack das Feuerzeug ein. Ja, das goldene Schwert sieht schon cool aus. Also eigentlich ist Gold nicht so mein Fall. Ne, aber es hat was. Also für Upgrades bin ich immer zu begeistern. So. Hauen wir das mal wieder hier ins... Nö, das war ja das Sulafit-Erzregal. Wo haben wir es? Da. 12 Stück wieder. Na. Ich weiß, glaube ich, wie es schneller geht. Nee, ich will es ja nicht sammeln. Och, ich bin auch schon doof. Ich bin doof. So, nur einmal hinpacken. Und dann packen wir es einmal hin und dann können wir mit C... genau, das viel schneller hinpacken. Okay. Müssen es aber... ja, es geht immer nur 6-mal. So. Aber so funktioniert es jedenfalls. Dann werden wir jetzt einmal was trinken. Ja, wir trinken erstmal. Und danach kochen wir nochmal ab. Und füllen unsere Flasche auf.
wir so. Sehr nice. Machen wir so. Auf der 9 war das. Nochmal auffüllen. Nochmal rauf. Nee, wir kochen das einmal so. Wir kochen das so. Ich habe gerade überlegt, ob wir den Greg kochen wollen. Aber nee, machen wir nicht. Weil ich glaube, ein Greg können wir definitiv nichts in die Flasche füllen. Die würde ja verstopfen. Stellt euch mal vor, ihr trinkt aus einer Flasche und habt auf einmal einen Finger im Mund. So, ein bisschen Geld kriegst du auch noch. Wie viel haben wir eigentlich? Über 1000 Dollar. Geil. So, nehmen wir schon mal die Flasche. Denn während das kocht, können wir ja schon mal andere Dinge in unserem Inventar ausleeren. Zum Beispiel haben wir ein paar Konserven. Die können wir wirklich hin, die brauchen wir nicht. Wir haben ja Fisch. Ja, okay, nee, ein Rationspack nehmen wir mit. Dann einmal. Ich muss noch überlegen, wie wir die Ordnung machen wollen. Egal, also die Regale kommen auf jeden Fall auch weg. Was haben wir denn noch? Okay, davon nehmen wir vielleicht ein paar mit. So, jetzt machen wir hinne. Sehr nice. Klar. Sehr gut. Den Topf, den nehmen wir auch mit. Sicherheitshalber. Weil ich habe echt Angst, dass er wegbackt. Und dann werden wir jetzt mal wieder richtig schön in die Höhle gehen. Ach, du kannst auch mal Urlaub machen, Calvin. Ja, dann können wir noch einmal Sulafiterz aufsammeln. Das heißt, wir können weitere 4 Waffen upgraden. Wird auf jeden Fall die Pistole und die Armbrust sein. Und ja, den Rest, da gucken wir mal, was wir vielleicht brauchen. Also vielleicht, ja, einfach so die anderen Äxte auch, wenn wir die nicht benutzen. Na, da schauen wir einfach mal. So. Feuerzeug bringt ja nicht viel. So. Dann machen wir jetzt einen Speedrun. Sind da auch komischerweise keine Freaks mehr hier drin? Ich frage mich aber, warum? Haben sie die entfernt? Oder weil wir die schon getötet haben? Also ich bin mir da echt unsicher. So. Genau, hier war das ja. Nee, Quatsch, hier war das nicht. Hier und dann noch ein Stück weiter, ne? Ja, genau, hier war das. So, da sammeln wir auch mal das nächste ein. So. Da ist auch noch was. Okay, backt natürlich einiges in den Boden rein. Okay, nichts schlimm. Da vorne haben wir auch noch mehr. Ja, ich weiß, es ist anstrengend. Also okay, das ist aber, denke ich mal, wirklich anstrengend, so ein Erz von der Wand zu kloppen. So, noch mehr. Weiß gar nicht, wie viel wir jetzt... Okay, ich kann nicht mehr tragen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt wieder die Fackel. Nice. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Ach, okay, tauchen war ja angesagt. So. Da war nichts. Da war auch nichts.
Okay, ein paar Beine. Muss ich schon hoch? Nee. Okay, Flasche brauchen wir nicht. Oh, noch eine Handgranate, sehr cool. Okay, Handgranate heißt ja nicht zwangsläufig, dass wir... Wie töten wir den? Wollen wir unsere Schrotflinte ausprobieren? Wir haben ja hier einen Schuss. Ne, das ist ein 9mm. Ah, okay. Wisst ihr was? Wir machen einen kurzen Prozess. Jo, das war ein kurzer Prozess. Sehr nice. Den können wir uns auch gleich anziehen. Wir haben ja noch, ich glaube, ein weiteres Rüstungsteil. Also, genau, zwei. Ja, ziehen wir auch mal an. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ach ja, das war ja die größte Höhle im Spiel. Ah! Oh, da habe ich mich wirklich erschreckt. Nein! Bleiben Sie weg von mir. Das habe ich ganz vergessen, dass es die größte Höhle im Spiel war. Oh. Ja, geh ins Wasser, geh ins Wasser, geh ins Wasser. Noch einen Schritt weiter kommen. Ja, ertrinke. Ja. Schlaf. So, jetzt möchte ich dich aber schälen, komm. Ach, das ist doof. Das ist wirklich sehr, sehr doof. Aber ich glaube, so viel Neues sollte hier eigentlich gar nicht sein. Also wir werden trotzdem jede Höhle durchgehen. Also auch diese Höhle gehen wir jetzt durch. Wir haben ja ein bisschen Essen mit. Wir haben ein bisschen Trinken mit. Ne, und ja. Wir müssen ja das neue, seltsame Teil finden. Also auch wenn ich nicht glaube, dass es hier ist. Unser Messer. Also ich glaube definitiv nicht daran, dass wir das hier finden werden. Aber guck mal, was eventuell im Portemonnaie drin ist. Medizin? Fragezeichen. Nein, es ist Klebeband. Okay. Schade. Wir wissen, es spawnt hier nochmal. Das heißt, wir können es auch Virginia geben. Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Okay, hier haben wir nichts vergessen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Weil irgendwo war ja ein Weg nach oben. Daran erinnere ich mich noch. Da habe ich meine grauen... Oh. Da habe ich meine grauen Gehirnzellen etwas angestrengt. Wo ist er? Was haben wir denn hier noch? Ja, Gewehrmunition, Einschuss.
Das bringt nicht viel, ne? Wir sollten uns, glaube ich, schon mit dem Katana irgendwie ausstatten. Ja, hier müssen wir hoch. Na, hoch, 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 hoch. Ja, also da haben wir nichts gefunden. Du hast Hunger. Ja, wir können auch gleich was essen. So, gucken wir mal nach. Was haben wir noch Schönes da? Hauen wir uns einmal ein Mehl rein. So eine Notration. Ist auch mal ganz lecker. So, Thema gegessen. So, des Weiteren ist hier nichts. Okay, Tempel. Vielleicht finden wir doch dieses zweite seltsame Teil. Okay, ich ziehe die Taucherrüstung mal wieder aus. Zwei Gründe, damit ihr nicht meckert und damit ich schneller zu Fuß bin. Noch ein Seil. Oh, okay. Brennt. Na, da laufen auch nur welche. Ach Mensch. Ja, nee, wir sollten das Katana nehmen. Okay, das war ein kurzer Prozess. Na, kommt her. Nein, ich wollte dich doch nur schälen. Vier Stück sind das noch, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, das ist ein bisschen kacke. Haben wir noch Heilpflanzen? Ja. Nice. Das brauchen wir, Leute. Ah, ich sehe schon auf der Uhr, schon 33 Minuten. Das heißt, so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr, aber die werden wir noch platt machen. Na komm her. Vier Stück, ja. Na komm her. Ich fange schon mal an, den zu schälen. So, schälen und anziehen. So. Die anderen sind auch gleich dran.
Na komm her. Sehr gut, der nächste. Der nächste, Hammer. Los, zwei noch. Wo seid ihr? Oh, einer noch. Sehr geil. So, die schälen wir jetzt einmal. Dann haben wir definitiv sehr schöne Rüstung an. Nee? So, genau. Oh ja, das macht Spaß. So, die nächsten. Also die haben wir eigentlich gut abgemetzelt, ne? Also, schönen Dank ans Katana. Ja, dass uns das so stolz zur Seite stand. Und ich würde, also ich freue mich schon echt darauf, wenn wir die anderen Waffen modifizieren, ne, was für einen Schaden die machen. Auch, ich sag mal, auch die Armbrust alleine, ne? Das. So, ich würde sagen, wir ziehen uns einmal an. So, nice, nice. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst natürlich gerne ein Like da, wenn es so war. Und wäre natürlich mega geil, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Ne, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon die 100 Abonnenten geknackt haben, weil momentan bei der Aufnahme sind wir jetzt bei 99. Wäre natürlich mega geil. Ne, ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst gerne einen Kommentar da. Und schaltet auch morgen wieder ein. 18 Uhr, ne, ihr wisst. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ciao.